Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zum zweiten Teil der Roomtour, sage ich jetzt mal. Ich bin wieder beim Sven. Danke, dass ich nochmal vorbeikommen durfte. Hi. Wir hatten etwas vor. Wir haben ja das Becken gesehen vor dem Reset. Jetzt hat er den Reset durchgeführt. Und was es da für Probleme, Sorgen, Nöte und unsittliche Anträge gab, schauen wir uns gleich an. Ja, Leute, 1600 Liter stehen hier, plus, minus, ein bisschen. Wir haben gesehen, dass dieses Becken hier sehr schön eigentlich stand, aber da war jemand unzufrieden. Ja. Warum, weshalb, wieso? Also, das Becken wird ja in 2 Monaten spätestens final umziehen in ein kleines 650 Liter Reefer. Man lasse sich das bitte auf der Zunge zergehen. Also diese 1600 Liter, die hier stehen, schrumpfen auf effektive 650 Liter Beckengröße zusammen. Der Rest ist natürlich Technikbecken. Ja. Ungewöhnlich. Warum? Ja, weil ich habe irgendwo keine Lust mehr auf das große Aquarium. Nummer eins ist, die Peaks, also die Ausschläge in die eine oder andere Richtung, gerade bei den Nährstoffen, sind bei so einem großen Becken einfach schwieriger zu kontrollieren, wenn das einmal in eine Richtung sich entwickelt. Das hatten wir im letzten Mal auch schon mal durchexerziert, glaube ich. Und ein zweiter Punkt, meine Schwester, die hat so ein schönes 170 Liter Reefer bei sich gehabt. Da habe ich lieber vorgesessen als vor meinem großen Pott. Weil ganz einfach, du hängst mit der Nase davor und dann hast du... Hast du dann eine Grundel mit ihrem Knallkrebs und kannst dir die beiden wirklich so aus 10 cm Nähe beobachten und auch so Knallerkorallen und Krustenanemonen, die in dem großen Pott einfach total untergehen, die wirken einfach in einem kleineren Becken anders. Ich meine, auch bei dir bei dem Becken, wie oft habe ich davor gehangen und habe gesagt, boah, geil, geil, geil. Ja, da stand sein Becken hier top, kommt bei mir vorbei und sagt, scheiße, mein Becken ist irgendwie total blass. Ich sag, wie dein Becken ist blass? Er hat im Prinzip das gleiche Licht drauf, er fährt im Endeffekt fast die gleiche Konfiguration. Okay, Nährstoffsystem fährst du Sangokai, ja. Ich habe damals Ballingen gefahren, bin jetzt bei ATE Essentials. Und trotz alledem wirkt dieses Becken hier oder wirkte dieses Becken immer ein bisschen blasser als wie ein Reefer oder... Das Becken von deiner Schwester zum Beispiel, was unter anderem da hinten auch mit einer Straton befeuert wird. Ja, das hat auch was mit der Tiefe zu tun. Ne? Ja. Bei einem Meterbecken Tiefe, ich meine, jeder kennt das, guckst du von vorne ins Becken, sieht das Glas klar aus, guckst du von der Seite rein, dann ist es halt eher trüb. Und hier guckst du bei einem Meterbecken Tiefe halt eigentlich immer von der Seite ins Becken rein. Ja, ein Meter Tiefe ist natürlich schon sportlich, würde ich sagen. Das haben andere in der Breite. Ja, ja und ich sag mal, zwischendurch hatte ich auch immer wieder mal keinen Bock aufs Becken. Und ich glaube, mit einem kleinen Becken, wo man mit 250 Liter Wasserwechsel die Welt retten kann, das ist schon... Ja, hier macht man das nicht angenehm. Mal so eben. Ne? Was müssen Sie hier wechseln, um in Anführungszeichen die Welt zu retten? Ja, weiß ich nicht. Mal wenigstens die Hälfte. Ne? Effektiv sind da, ich glaube, mit Ablegerbecken und Filterbecken irgendwann um die 1800 Liter im System. Also ein Kubik Salzwasser wechseln. Also ein IBC pauschal gesagt raus und ein IBC wieder rein. Ja, und das ist halt eben auch der Punkt. Ne? Du musst ja auch erstmal dann... Das bringt ja auch nicht ganz so viel, wenn sich das immer wieder mit sich selbst verdünnt. Dann müsstest du halt auch mal einen Kubikmeter mit einem Mal raus und wieder reinpacken. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Und vor allem mit der Geschwindigkeit, die eigentlich notwendig ist. Wobei, man sieht es ja im Endeffekt auch immer wieder in den sagen wir mal, Berichten von den Riffen, dass die Korallen längere Zeit trocken liegen, dass sie das wohl abkönnen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, du traust dich das nicht. Ich würde mich das auch nicht trauen, die länger so trocken liegen zu lassen. Und das ist dann auch unter anderem auch ein Grund, warum man hier dann nicht mal eben einen Wasserwechsel durchziehen kann, der notwendig gewesen wäre, um einige Sachen gerade zu ziehen. Ja, also das, also erstmal primärer Grund für den Neubau war, wie gesagt, der Umzug, der ansteht. Ich habe jetzt bis, ich denke, Januar, Februar Zeit, nochmal das Becken so zu begleiten, wie es jetzt hier steht. Das andere ist, es waren einige Seuchen drin, zum Teil sogar aus dem 430er von damals. Ich habe hier Fängernax Parini drin gehabt, totale Kackseuche. Blende ich euch noch mal kurz unten mit ein, beziehungsweise in der Infobox unten ist ein Link zum Meerwasserlexikon. Ja.
Also die viele schreiben im Internet, wenn man sich damit befasst und liest, viele kennen das, so kleine braune Polypen, die irgendwo auf den Steinen wachsen unten. Hm. Und wenn man liest, ist es halt Fingernax parini. Und viele schreiben, ja, gar kein Problem, die tun meinen Korallen nichts und ja, ist in Ordnung, kann man mit leben. Stimmt, aber es gibt viele Korallen, da wachsen die einfach von unten in den Stock rein und fressen den förmlich auf. Und das passiert dann aber auch nur bei den Stöcken, die von unten her, ich sag jetzt mal, die sich abschatten. Die abschatten bzw. absterben, ja. Wo man dann den nackten Stein unten dran hat. Das ist bei vielen Korallen so, wie zum Beispiel bei einer Seria Topora, und die macht das auch sehr gerne, die wächst ziemlich zügig nach oben und der untere Teil stirbt ab. Das ist dann normal, weil es eigentlich nicht alles so komplett durchströmt werden kann, weil sie vielleicht auch sehr dicht wächst in einigen Becken. Ja, und dann hat man dann eben unten den toten Stein und da kann sich sowas schnell dann breit machen. Bei der Gunio hatte ich das. Die ist wirklich von unten ringförmig. Ja, ich sehe schon, die ist gut geschnitten, sehe ich gerade. Nee, die ist halbiert. Die ist halbiert. Davor ist die andere Hälfte, meine Schwester kriegt. Die hat mal drei Polypen, dann als die ihr erstes Becken aufgegeben hat. Und dann war es ja irgendwann so ein Ball. Die habe ich, als ich dann die Bandsäge hier hatte vom Marc, einfach meine Mitte durchgeschnitten. Nadine kriegt die Hälfte davon wieder zurück. Auch nicht schlecht. Aber eine andere grüne Gunio, da war es wirklich so, dass diese scheiß Fingernacks da reingewachsen sind. Und ich habe mir dann, wie gesagt, vom Marc die Bandsäge geliehen. Ich habe hier wirklich alles an Korallen rausgenommen, bis auf das lebende Gewebe runtergeschnitten. Mhm. Die Stöcke, das ist ja nur noch ein Bruchteil von dem, was hier mal drin war. Alles, was irgendwie nicht offensichtlich in Ordnung war, ging weg. Die ganzen Lobus, die habe ich alle von unten geschält mit der Bandsäge. Genauso auch meine Skolis, hat auch vieles leider die Aktion nicht überlebt. Hab die dann teilweise alle 3-4 Tage wieder umgedreht, geguckt, ob irgendwo noch so eine scheiß Fingernax herkommt. Hab dann teilweise die ganzen Korallen mehrfach von unten mit Riffmörtel bepinselt, um das einfach dann in diesem Zement auch zu verätzen alles. Ja. Also reines Abkratzen reicht nicht, weil es halt dann auch in die Koralle, in den Stein reingegangen ist. Keine Chance. Also Fingernax, wenn irgendwer diese Dinger sieht, meine persönliche Empfehlung ist, Koralle raus, Tonne, Stein raus, Tonne, gar nicht lang rumfackeln, bloß keine Experimente machen, letzte Kack. Auch wenn es in Anführungszeichen harmlos aussieht. Sah man ja bei mir auch an den Seeastern, ich musste den Reset auch machen und hier ist der Reset komplett und vollständiger gemacht worden als bei mir im Becken. Zum Thema Reset an sich, du hast die Korallen, wie gerade eben schon gesagt, im Prinzip schon echt reduziert. Ein Großteil ist gar nicht mehr hier. Du hast hier zwei Riffaufbauten drin. Der rechte ist was größer, der linke ist was kleiner. Es ist beides Epo-Reef. Sag mal was dazu. Ja, also das ist einmal das Epo-Reef, wie es aktuell verkauft wird. Der linke Aufbau von meiner Schwester. Mhm. Für ihr Reefer 55, was die kriegt. Und rechts ist, ich nenne es mal Release-Kandidat. Ein etwas dichteres Epo-Reef, was ich zum Probieren bekommen habe. War halt eben spannend, mal beide Varianten im Vergleich zu sehen, über 4 Monate jetzt hier in einem einlaufenden Becken. Zu Beginn muss man sagen, hat die alte Variante ein bisschen schneller die Biologie angesetzt, sprich ist überwachsen mit Algen und man hat einfach mehr Belege gesehen. Das hat bei dem bisschen dichteren ein bisschen länger gedauert, so wie es eigentlich auch sein sollte. Das war auch die Idee dahinter, ne? Dass es weniger Oberfläche hat, auch innen drin. Aber jetzt mittlerweile 4 Monate später, finde ich, sieht das beides eigentlich gleich aus. Kann ich euch nochmal genau gleich einblenden. Wir machen nochmal einen Einspieler dazu. Also grundsätzlich kann ich sagen, die sehen eigentlich beide fast identisch aus. Ja, das hat sich biologisch im Endeffekt jetzt wohl gleich entwickelt. Du bist aber noch dabei, kräftig am Zudosieren. Im Gegensatz, ich sage es mal zu meiner Wenigkeit, ich kämpfe ja mittlerweile schon gegen die Nährstoffe wieder. Ja. Ich habe ja wieder zu viel. Aber du hast ja erstmal definitiv zu wenig, sagst du. Ja, ich denke, das hängt halt auch ein bisschen daran, dass ich das Becken halt eben mit dem Epo-Reef eingefahren habe. Ich glaube, wenn man ein Becken mit Epo-Reef startet und gerade dann, wenn man es auch direkt ordentlich besetzt mit vielen Korallen, muss man eigentlich sich über 2 Dinge im Klaren sein. Nummer 1 ist, das wird Kohlenstoff abgeben, was natürlich auch wieder die Nährstoffe runterzieht. Es kommt zu einer Bakterienblüte in den meisten Fällen. Hersteller sagt zwar, kann. Ich würde sagen, auch, dass jeder da mal mehr, mal weniger Probleme mitkriegt. Der eine hat nur ein bisschen Belege, der andere kriegt trübes Wasser. Ja. Ich habe halt dauerhaft 55 Watt UV an dem Becken laufen.
bei mir im großen Becken hatte ich ja sowieso auch dauerhaft UV laufen. An dem kleinen Projektbecken hatte ich es dann dazu geschaltet, als dann notwendig war, als das dann tatsächlich ein bisschen trüber wurde. Ja, aber es wird wahrscheinlich zur Bakterienblüte kommen, ja, grundsätzlich. Also UV, denke ich, muss man bei diesem Material immer parat halten und dann ist das auch problemlos. Und ja, und halt eben, man muss die Nährstoffe im Blick halten. Ich würde echt sagen, gerade wenn man gut besetzt startet, muss man jeden Tag Nitrat und Phosphat messen und halt auch bereit sein, nachzudosieren. Und ich wie lange hat es bei dir gedauert, bis du so einigermaßen sagen konntest, jetzt habe ich aber langsam, ich sag mal, ein Level erreicht, wo ich nicht mehr so oft messen muss? Ja, das war eigentlich nach 6 bis 8 Wochen. Und ich war halt auch zwischendurch beruflich stark eingespannt, hatte viel zu tun. Dann gab es dann doch immer wieder diese Drops, dass ich dann auf einmal mal nach 1,5 Wochen erst wieder gemessen habe. Und dann war auch wieder Phosphat bei null. Ne? Also 0, gar nichts mit dem HANA-Checker gemessen. Wow, ja. Und derzeitig füge ich über Kaliumdehydrogenphosphat Dihydratlösung täglich 0,05 Milligramm Phosphat pro Liter zu. Okay. Das, so stark zieht das Becken in seiner Gesamtheit. Also wenn die Dosierpumpe einen Tag aus ist, habe ich am nächsten Tag fast null. Autsch. Und bei Nitrat oder Stickstoff gebe ich Ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat, ja, dosiere ich, wie gesagt, auch täglich. Versuche, strebe hier einen Nitratwert von 5 Milligramm pro Liter an. Ich sage mal 1 zu 10 Verhältnis Phosphat-Nitrat. Das ist das, was ich gerne hätte. Aber Ammoniumnitrat hat halt eben auch den Vorteil, dass Ammonium, was sofort für die Korallen verfügbar ist, mit enthalten ist im erheblichen Anteil. Und man sieht das zum Beispiel hier bei der Heliofungia. Wenn die gerade keine Tentakel zeigt, dann ist es meistens ein guter Indikator dafür, dass der Stickstoff fehlt. Oder genau, beim roten Ball. Ja, genau. Der momentan auch keiner ist. Ich habe heute Mittag auch wieder einen ordentlichen Schwung nachdosieren müssen und kommen die Polypen auch wieder hervor. Man muss jetzt allerdings auch sehen, du hast das, wie hast du es genannt? Fisch pro Liter? Ja, ich habe ein FPL. FPL, genau. Das ist mein FPL-Index. Das ist der Fisch pro Liter-Index. Und das ist natürlich so, dass ich hier relativ wenig Fische für ein großes Becken habe. Somit auch weniger Eintrag im Vergleich zum Gesamtsystem. Ja, genau. Und da liegt dann im Endeffekt dann auch der Hase im Pfeffer. Das System ist riesig. Du könntest wahrscheinlich hier noch weitaus mehr Fisch reinpacken. Ja, auf jeden Fall. Bis das dann zu einem Ergebnis kommt, wo du dann plus minus null kommst. Und das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Ist ja eigentlich auch cooler. Ne? Wenn man ehrlich ist, wollen wir gar nicht aktiv Nährstoffe dosieren. Eigentlich wäre es schön, wenn es unsere Fische schaffen, mit ihren Ausscheidungen das Becken zu versorgen und das ein geschlossenes System ist. Das ist aber dann jetzt im Endeffekt auch der Hintergrund, warum hier noch so viel dosiert werden muss, weil halt auch der Eintrag noch im Vergleich, ich sage es mal, zu einem kleineren Becken und der entsprechenden Fischdichte noch zu gering ist. Ja, und es ist halt auch viel Oberfläche, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es sind ja nicht nur die Korallen, es sind ja nun mal auch die Algen, die in dem Becken drin sind und ich meine, ich habe da die beiden Sonnenbänke, die 4x80 Watt Hybrids drüber hängen. Ja. So, die laufen auch auf Anschlag, wie es sich gehört. Sonst bräuchte ich halt nicht die Lampen. Ja, sonst könntest du auch Taschenlampen hier drüber hängen. Ja, genau. So, und entsprechend hoch ist der Verbrauch. Ich habe auch ein gutes Wachstum im Becken und das halt bei wenig Fischen. Ich denke, das wird im neuen Becken, hoffe ich, dass es dazu führt, dass das, wenn das alles ein bisschen mehr zueinander passt. Ja, denke ich mal. Kann ich bestätigen. Zumindest aus meiner Sicht kann ich es bestätigen. Vom Eporif her, vom Fischbesatz her, das passt bei mir auf jeden Fall. Ich kämpfe ja mittlerweile wieder gegen die Nährstoffe, aber das ist dann mir eigentlich lieber zu viel haben wie zu wenig. Weil zu wenig ist definitiv sehr viel schädlicher. Die Korallen nehmen einen das sehr viel schneller übel, als, ich sage jetzt mal, einen Peak, wie ich ihn jetzt neulich hatte, mal eben mit dem Phosphat auf 0,12 hoch. Ja. Den man dann aber so langsam und sicher wieder gedrückt hat, hat die Korallen nicht interessiert. Mhm. Aber wenn nichts da ist, dann ist das auch, dann ist das Problem, dann ist also in der Vergangenheit, offen. In der Vergangenheit hatte ich bei den großen Becken zum Beispiel so Sachen, wenn der Phosphat dann mal über 0,15 gestiegen ist, weil ich gerade zu blöd war, irgendwie zu messen und es einfach nicht gemacht habe und trotzdem dosiert habe, dann hat das zur Kettenreaktion geführt, dass im Prinzip der höhere Phosphat dann dazu geführt hat, dass einige Korallen nicht mehr so wachsen und dann steigt er noch mehr und bis du dann wiederum in deiner Standarddosierung bist, dann reduzierst du und dann zieht das Wachstum an und dann hast du wieder einen Drop, wo der zu wenig ist und diese Ausschläge, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf.
Ich sehe es zum Beispiel im Endeffekt immer an meinem KH-Verbrauch. Wenn mein KH-Verbrauch weiter runter geht, also sprich, wenn mein KH steigt und mein KH-Keeper eingreifen muss, so nach dem Motto, wir setzen jetzt mal eine Dosierung aus, dann weiß ich irgendwie... zu viel oder zu wenig Nährstoffe. Irgendwas stimmt im Becken schon wieder nicht. Dann gucke ich in mein Becken rein und sag so, okay, die Gonio ist offen, das ist offen, das ist offen. Kann eigentlich nur zu viel sein. Ja, ist was dran. Ja, das ist dann im Endeffekt dann auch die Kunst zu sehen, wo dran liegt es, wo dran könnte es liegen. Korallen lesen. Korallen lesen, ja. Und trotz alledem ist das Problem meistens, wenn was in die Binsen geht, war man einfach selbst zu dämlich und am Ende weiß man auch, warum es passiert ist. Ne? Ja, aber ärgerlich ist es dann trotz alledem. Also total. Also hier hat es auch viele Korallen nach dem Neustart zerrissen. Zum einen, weil einfach das recht harsche Vorgehen, pellen, schälen, zerschneiden, auch nicht jeder gut fand. Ne? Ja, verständlich. Aber dann war es tatsächlich auch so, dass ich dann manchmal ein, zwei Wochen lang doch nicht richtig aufgepasst habe. Und ich hatte letztens noch gesagt, ja, viele von meinen Akros werden von unten her verlieren die Gewebe. Ja, und dann haben war viele mal wieder auch Stickstoff, ne? Nee, Phosphat. Phosphat. Haben einige mir einen Tipp gegeben, auch in der Meerwassergruppe. Und Oliver Pritzel hat sogar mal, ich fahre relativ häufig die Analysen bei ATI, da mal Bezug nehmen, Phosphat nochmal die Schwankungen in der Auswertung zusammengefasst. Und blende ich euch mal mit ein. Das ist das Ergebnis, was er da öffentlich gestellt hat. Ich habe dann halt nur geschrieben, oh fuck, das sieht doch schlechter aus, als ich erwartet hätte. War eine reine Achterbahnfahrt. Und dann sieht man im Endeffekt dann doch mal, wie das Ganze dann doch auf und ab geht. Und man eigentlich vom Bauchgefühl her meint, ja, oh, passt schon. Ne? Genau. Und dann... Ja gut, das ist dann halt eine ehrliche, klare Aussage. Ne? Ja, ungeschönt und optimiert. Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall meine Fängerlachs Parini los. Was ich vor allen Dingen auch los bin, weil ich nie wieder einsetzen würde, sind meine krasse Anemonen. Ne? Wunderschöne Tierchen werden teilweise so groß, wenn nicht sogar noch größer. Ein bisschen habe ich bei dir gesehen hier. Mhm. Ich gucke mal, ob ich noch Bilder dazu finde. Waren auch bestimmt irgendwas zwischen 100 und 200 in den Becken am Ende. Wahnsinn. Ja, und jetzt ist es halt komplett entseucht. Ja, ich habe es im Endeffekt bei mir auch geschafft. Also meine Seuche ist auch raus. Also die Seeastern, die ich drin hatte, die süßen Mini-Anemonen, die auch unter Blaulicht wunderbar ausgesehen haben. Ja, und wenn dann das ganze Becken dann irgendwann so leuchtet, dann weiß man, jetzt ist es zu spät. Shit. Ja, also es ist halt, eigentlich ist das jetzt gerade hier die Arche Noah. Das sind diese beiden Riffaufbauten plus im Ablegerbecken ist ja auch von meiner Schwester schon der Besatz geparkt aus ihrem alten Reefer 170. Und wir werden jetzt nach Weihnachten ihr Becken, denke ich mal, anfangen zu besetzen. Hm. Und sobald dann im Rohbau ein bisschen mehr fertig ist, wird das 750er, ich denke mal, so ab Ende Januar, Anfang Februar besetzt. Und dann kommt das hier weg. Jo. Und dann werden wir das mal nach einer gewissen Zeit uns genauer anschauen, ob das so funktioniert hat, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, zumindest bist du jetzt erstmal so weit, dass du deine Seuchen weg hast. Jetzt hast du nur die kleine Problematik, den Umzug von hier in das neue Becken. Genau, bin ich ja bei dir in der Nachbarschaft dann auch, ne? Ja, dann hängt er mir dann noch mehr auf der Pelle, aber das macht nichts. Und dann habe ich auch die Stratons drüber. Ich finde halt einfach optisch das Licht von den Straton total geil. Auch da habe ich meine Schwester immer für beneidet. Aber ich behalte meine Hybrids trotzdem pro forma, weil ich trau dem LED-Braten noch nicht so ganz. Ja, man muss tatsächlich schauen, dass die Tiere sich dann halt auch dran gewöhnen. Es ist natürlich was anderes wie das Hybridlicht, definitiv. Die brauchen eine Zeit lang. Ich habe selber im Projektbecken gemerkt, bis dann die Umstellung passiert ist und dann die Korallen wieder vernünftig hochkommen mit den Farben, das dauert ein bisschen. Kann ich dir direkt schon vornherein sagen. Aber ich werde demnächst auch wahrscheinlich umstellen. Gleiche Prinzip auf LED, auf Straton, aber... Die bleibt im Keller. Ja, das mache ich auch. Vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt zu den Nährstoffen, weil du hast mich letztens auch nochmal gefragt, warum ich nicht mal auch ein anderes System probieren möchte. Mhm. Na? Was beim Sangokai-System total geil ist, dass du halt eben die Dosierung entweder so, also du strebst halt eben niedrige Nährstoffwerte an im Sangokai-System, gerade den Phosphatgehalt, und an dem Phosphatgehalt stellst du halt eben die Dosierung deiner Hauptkomponenten ein. Das heißt, wenn der Phosphatwert steigt, erhöhst du die Dosierung von dem Basissystem 1 und 2, was im Prinzip die Organik enthält, was die Organik im Becken auch ankurbelt. Das heißt, die Organik selber dann
bringt das Ganze in Schwung und ja, baut, baut dein Phosphat theoretisch gesehen wieder ab. Stärker ab, genau. Ja. Das heißt, wenn das kommt, was du vorhin schon mal sagtest, so, ja, du wirst schon sehen, da brauchst du bald Absorber. Momentan bin ich halt da, dass eh schon wenig drin ist. Ich arbeite schon mit der verminderten Dosierung. Aber wenn es natürlich durch ein Verhältnis von Fischen zu Wasser, was dann höher ist, die Nährstoffe ansteigen, was ich hoffe, kann ich natürlich da auch nochmal gegenlenken und die Dosierung erhöhen von meinem Basissystem und das damit drücken. Da bin ich mal ganz gespannt, weil ich glaube, das ist eigentlich ein erstrebenswerter Punkt, dass das Becken biologisch so aufgeräumt ist, dass man keine Nährstoffe ergänzt, sondern vielleicht sogar noch eher ein bisschen was zuführt. Ja, ich habe das Problem ja im Moment auch, dass ich halt, im Moment kämpfe ich jetzt dagegen wieder an. Ja, also ich bin tatsächlich mit einem Epo-Reef-Becken jetzt so weit, dass ich Nährstoffüberschuss habe. Also mein FPL ist dann definitiv etwas zu hoch, wahrscheinlich, oder meine Tiere sind zu groß, keine Ahnung. Aber ich kämpfe bei mir dann mit den Nährstoffen schon dagegen. Also ja, dann machen wir einen Blend. Drin. Dann vermischen wir einfach dein Wasser mit meinem Wasser. Jeder kommt, wir besuchen uns gegenseitig immer mit zwei Eimern und dann... auch eine Variante. Ja, vereinheitlichen wir das Ganze. So können wir die Wasserwechsel dann, ja. Ja, gut. Alles in allem, denke ich aber mal, jetzt so schon mal als Arche Noah zwischendurch, sieht schon mal sehr gut aus. Ja. Ist natürlich einiges an Korallen jetzt auf der Strecke geblieben oder jetzt auch nicht mehr drin durch die Verkleinerung, die sowieso ins Haus steht. Ja, und alles in allem bin ich gespannt, wie der Umzug dann verläuft. Ja, ich glaube, das wird schon. Wir werden das sehen. Jawohl. Du kommst nicht drum rum. Nein. Ja, ich gehe nochmal hier so optisch nochmal gleich ein bisschen durchs Becken, zeige euch nochmal so ein bisschen, was alles da ist, wie es ausschaut. Und ich würde sagen, ich danke dem Sven, dass wir nochmal vorbeikommen durften, dass wir uns dieses Übergangsbecken, sage ich jetzt mal, nochmal so anschauen konnten, was er jetzt im Endeffekt vorhat, uns nochmal anhören konnten. Und dann werden wir das Finale dann irgendwann März, April um den Dreh, werden wir es wahrscheinlich sehen, wenn es dann vernünftig aufgebaut ist, vernünftig steht, eingefahren ist, sich gefangen hat. Ja. Die Korallen mehr Farben haben. Wenn wieder Sand drin ist und das Becken schön hell wird. Genau. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer dann an. Und ja, ich hoffe, euch hat das hier, ich sag mal, dieser Talk ein kleines bisschen gefallen. Die Infos, die wir euch gegeben haben, beziehungsweise mal zu sehen, wie kann man sowas aufbauen, wie kann man einen Umzug gestalten, wenn man eine Plage hatte, um diese loszuwerden, ist dann im Prinzip jetzt, ja, du bist den gleichen Weg gegangen wie ich. Ja. Bloß, dass du es mit deinen Korallen noch effektiver gemacht hast, wie meine Wenigkeit. Ja gut, ich sag mal, das war extrem. Also die Fingernails, die habe ich mir einmal mitgenommen und ein zweites Mal musste ich das nicht machen. Und ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, dass dadurch, dass ja totes Substrat, also das Epo-Reef verwendet wurde und überhaupt gar keine Ablegersteine mitgekommen sind, das Becken trotz alledem nach 4 Monaten relativ gut sich schon auf die Beine gestellt hat, biologisch. Hm. Ja, da war ich von meinem Epo-Reef eigentlich selber auch erstaunt, dass es recht zügig ging. Aber das ist dann, wenn man sich an den Fahrplan des Herstellers hält. Jo. Das passt dann so. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich war glücklich, dass ich nochmal hier sein durfte. Im alten Aufbau. Nächste Video sehen wir in der neuen Wohnung. Ei. Mit dem neuen Becken. Und ich würde mal sagen, solltet ihr noch Fragen oder Ähnliches haben, schreibt es runter in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video, was auch immer. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven, euer Viper. Ciao. Ciao.